Yo Leute und willkommen zu einem besonderen Video. Nein, nicht wirklich. Zu einem Video einfach, wo ich euch mal hier diese Homepage hier erklären möchte. Wie ihr wisst, hatte ich schon eine lange Zeit lang immer eine Homepage besessen. Und ich dachte mir so, ja, dann muss... Warte, erkläre es mal in Ruhe. Wer mich jetzt schon eine längere Zeit verfolgt, weiß, dass ich eine Homepage besaß, dann wieder nicht, dann wieder eine besaß, dann wieder nicht und so weiter und so fort. Das lag immer daran, weil ich bei Anbietern war, die mir immer wieder Probleme verursacht hatten oder ich mal eine Zeit lang Probleme mit dem Geld hatte. Und ich erinnere euch nur an die Story damals mit dem Forum, was ich besaß. Was dann auch eine lange Zeit nicht lief. Und deswegen dachte ich jetzt mal, um es einfach zu erklären, wie... Einfach diese neue Homepage zu erklären. Die Verlinkung dazu existiert ja jetzt schon lange. Auf meinem Kanal, bei den Verlinkungen oben ist recht, bei dem Kanalbanner seht ihr das ja immer. Und jetzt dachte ich mir so, als kleine Info mäßig, jetzt erkläre ich euch diese Homepage, an der ich übrigens sehr, 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 sehr lange gewerkelt habe, dass... Ja, dass sie jetzt so aussieht, wie sie denn aussehen soll. So. So sieht übrigens die Homepage aus an sich, wenn jetzt ihr nicht eingeloggt seid, bis auf dieses kleine Feld jetzt hier, wo meine Daten hier eingespeichert sind. Das tut jetzt gerade mal überhaupt nicht zur Sache. Das zeige ich euch gleich, auch wenn wir eingeloggt sind, dann zeige ich euch so ein paar Sachen, die ihr seht, im Gegensatz zu dem, was ich sehe. Das ist normal, weil... Admin. Und zwar ist das, wenn ihr es erkennt... Und ich nicht gerade mein Handy auf den Boden geschmissen hätte. Wo ist es? Da hinten ist es gelandet. Das haben wir gleich. Du lädst noch auf, habe ich. Ja, du lädst noch auf. So, ist das PHP Fusion. Na, beschweren sich schon welche? Wer PHP Fusion ein ausgelutschtes System ist, möchte ich sagen. Das ist zum Teil richtig. Ich habe versucht, hier dran so einiges zu arbeiten, dass so einige Sachen nicht mehr so sind, wie sie vorher waren, damit das damit zusammenarbeitet, so wie ich es denn jetzt gerne möchte. Das werdet ihr im Forum später erkennen und allem Möglichen. Und deswegen dachte ich mal, ich zeige es euch. Was groß auffällt, ist, dass ich auf dieser Homepage das Forum, was ihr hier seht, doch ein bisschen präsenter machen will. Das liegt aber auch daran, wenn wir mal kurz das Forum anschauen, habe ich hier einiges schon dran gemacht, geschweige denn eigentlich jetzt nur den Projektebereich und in den News und Ankündigungen den Changelog reingesetzt. Bezüglich, was sich denn jetzt hier alles an dieser Webseite hat verändert und was nicht. Da klicken wir jetzt nicht rein in den News-Ankündigungen. Aber hier bei den Projekten ist es zum Beispiel halt interessant, dass ich dadurch gesagt habe, hier sind alle meine beendeten Projekte, die schon auf zweite Seite gerutscht sind, existieren, genauso wie halt meine zurzeitigen aktiven Projekte, wovon diese zwei doch recht seltener kommen. Die Beiträge sind eigentlich immer recht simpel gehalten. Wenn wir das jetzt mal hier gucken, steht immer halt nur, wie das Projekt heißt, worüber ich spiele, ob ich es zusammenspiele, mit wem und der Link zur Playlist. Zurück. So. Ich sehe gerade, dass hier eine Sache nicht für Gäste sichtbar ist. Dieses wird nach diesem Video schon wieder anders aussehen. So. Dann kommen wir mal neben dem Forum. Das Archiv ist interessant, dass ich das... Egal. Gehen wir erstmal wieder zurück auf die Startseite.
großteils wird es auch darauf hinauslaufen, dass hier vorne immer irgendwelche News auftauchen. Sei es durch neue Projekte oder was sich komplett ändert, wie ich jetzt dank Station 69 neues Design besitze. Ein eigenes sogar, weil überall, wenn ihr guckt, steht überall mein Name dran, sogar auch hier unten. Das sind dann so, so ein paar News, die extra erstellt sind. Was auch auf dieser Homepage mit eingebunden sind, ist Twitter. Hierüber seht ihr immer, wenn ich was auf Twitter poste, ihr könnt jetzt nichts zuschreiben, könnt aber darüber auf meine Twitter-Seite gehen, genauso wie auch bei Facebook, da sieht man übrigens, ich habe seit dem 15. Oktober auf dieser Seite gar nichts mehr gepostet. Ist auch interessant. Sogar hier hatte ich schon erwähnt, dass ich eine Homepage habe. Da seht ihr mal, wie lange die schon existiert. Dann habe ich eine kleine Sicherung drin für Leute, die außerhalb sind. Die können die Profile von gar keinem sehen. Das ist so eine kleine Sicherheitsaktion. Dann loggen wir uns mal ein. Ach, übrigens, registrieren könnt ihr euch hier. Das ist zum Beispiel, dass ihr das mal kurz seht. Mehr brauche ich dann jetzt nicht zu zeigen, deswegen logge ich mich jetzt mal ganz kurz mit meinem Admin-Account ein. Sehen da jetzt ein paar Sachen, die ihr so eigentlich gar nicht sehen werdet. Außer ihr seid in meinem Team drin und alles Mögliche. Wie ihr seht, ist jetzt hier eine neue Verlinkung reingekommen. Die wird irgendwann mal eingefügt, wenn man hier unten nämlich guckt, bei meine Projekte. Ich plane eigene Teamspeak. Da muss ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen reinfuchsen, dass ich an weitere Anbieter komme, also beziehungsweise ich ein paar Anbieter checke, wo ich ein Teamspeak gut nutzen kann, wo man mich dann auch mal mit mir auch mal sprechen kann oder wenn man mal selber in einem Together aufnimmt, dass ihr darüber auch reden könntet, wenn ihr jetzt keinen eigenen Teamspeak besitzt. Und alles ist schon eine recht interessante Idee. Dieses hier, möchte ich gleich zu sagen, ist eine kleine, ihr könnt, müsst aber nicht. Nur mal so, nicht, dass ihr jetzt meint, ihr müsst. Natürlich besitzt diese Webseite auch ein Partnerradio, wenn ihr nebenbei einfach mit Zocken einfach mal Radio hören wollen würdet. Ist ein kleines Partnerradio, mit dem ich an sich sogar zusammenarbeite. Was heißt Zusammenarbeit? Ach, ihr werdet es dann schon sehen. Das ist so ein kleines Special Arts, die ich hier mit drin habe. So, natürlich besitze ich auch einen Chat, den ich jetzt nicht öffne, weil der sich in einem neuen Tab öffnet, so wie ich diesen Browser aber jetzt hier gerade euch zeige. Ist diese Möglichkeit nicht da, dass ich irgendwie wieder zurück auf diese Webseite komme. Ich würde aber sagen, schaut es euch an, was für einen Chat ich da habe. Und ja, natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, euch zu werben. Dafür habe ich dieses schöne Bewerbungsformular ein bisschen überarbeiteterweise eingefügt. Da suche ich zurzeit Forum-Mods und YouTuber. Also wer YouTuber werden will, das ist hiermit eingetragen. Nur gibt es hier die Regel, YouTuber angenommen, mäßig wird man erst bei 1500 Abos. Oh nein, ich habe selber keine, nicht so viele, das ist richtig. Aber irgendeine Begrenzung muss ich reinsetzen. Das ist dann so eine Benutzergruppe, die jetzt noch nichts Besonderes hat. Bis auf, dass die sich im Forum in der Kategorie YouTuber-Vorstellung halt vorstellen kann. Das ist so ein kleiner Special Art. Dazu sei gesagt, dass wir, beziehungsweise jetzt zeit ich, aber dann auch andere, die sich bewerben und auch angenommen werden, da gibt es ein paar Regelungen, wie man es wird, wie lange man es bleibt. Dieses werde ich aber entweder noch in einem extra erstellen hier im Forum, weil neben der Startseite, wo die News auftauchen und den Chat, wird der Großhauptaugenmerk hier aufs Forum hinauslaufen.
Das muss ich, glaube ich, mal erwähnen. Und ja, nur dass ihr in dem Punkto Bescheid weißt. So, mehr möchte ich jetzt zu dieser Webseite nicht sagen. Den Rest sollt ihr euch doch bitte selber anschauen. Bevor ich jetzt hier euch irgendwie alles verrate, das wäre ja gemein, das soll eigentlich nicht so sein. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, ich besitze eine Webseite, die jetzt im großen Teil eigentlich fertig ist. Link zu dieser Webseite ist in diesem Video unten in der Videobeschreibung. Oder halt oben beim Kanalbanner bei Webman, dieses, mein Logo halt, mein Watermark-Logo. Das dürftet ihr sehen oder vielleicht ist das auch als erstes und dann steht da Webseite oder Homepage oder HP. Das weiß ich jetzt gerade selber nicht. So, mehr wollte ich jetzt nicht sagen und ich würde sagen, wir sehen uns dann mit meinem neuen Video. Bis dahin und ciao.